Moin Moin, herzlich willkommen und willkommen zu Let's Go Evoli mit dem fantastischen Flui. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid bei dieser neuen Folge. So. Wir gehen nun zum nächsten Pokémon, was wir auch noch unbedingt haben wollten oder besser gesagt holen sollten. Dafür können wir ein Pokémon nehmen, nämlich Zapdos, wenn es funktioniert. Nein, schade. Doch, da ist es doch. Ja, aber ich wollte eigentlich auf die Zapdos fliegen, weißt du? Du willst auf Zapdos reiten? Ja, genau. Aber irgendwie wollte Zapdos fliegen. Vielleicht mag das Zapdos nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Du siehst ja auch, dass es ein kleines Zapdos ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, ein Baby-Zapdos. Oh, Garados! Alter, mit was für ein Ziel das angerauscht kommt. Das war bestimmt eins von den von uns Bolt trainierten Garados. Definitiv. Ja, Bolt hat einen Carpador gesehen, was wir besiegt haben, und hat gesagt, so, du wirst jetzt mein nächster Nachfolger. Und er hat dann gesagt, so von wegen hier, so und so sieht's aus, so und so musst du es machen. Und dann hat er jetzt losgelegt. Ach ja. Für die Leute, die sich fragen, hatten die da nicht noch ein paar Rätsel lösen? Die hat Immon schon einmal in einer komplett anderen Folge gelöst. Genau. Weil ich ja vorarbeiten wollte und der Flui hat gesagt, warum tust du das? Ich bleibe zwar bei meiner Aussage, aber okay. Fühlt die Anspannung in der Luft. Es wirkt ziemlich einschüchternd. Eingeschüchtert. Vielleicht ist es eingeschüchtert von dem Gold. Weiß. Hier ist ein Carpador. Okay, dann verstehe ich die Anspannung. Definitiv. Ich auch, aber wie sehr es anmutig da auf dem Wasser hüpft. Riesenperle. So, schönen guten Tag. Hier, guck mal. Dich habe ich mit. Zapdos spürt da irgendeine Präsenz. Ja. Man muss echt aufpassen, wie der Zapdos da steht, ne, mit seinem langen Schnabel, da kannst du dich ja richtig abpieksen. Gefriert soll der Bildschirm. Ein Arktos erscheint. Ein Bildschirm ist eingefroren. Verdammt! Ja, ich sollte ihn eigentlich wieder reinstellen, ne? So, intuitiv würde ich jetzt sagen Donner. Ja, versuch's halt. Eisstrahl. Ich glaub zwar nicht, dass es... Gut, tut. Auf Wiedersehen. Ich hab doch gesagt, es war klar, dass Donner nicht... So, wen hättet ihr jetzt gerne? Wieder Simsala, wieder dieselbe Taktik. Ne, mach mal Galoppa. Weil super effektiv und so. Ich hätte jetzt Galoppa eher als Joker genommen, aber okay. So. Risiko oder Safe? Safe, Vollanwurf, Risiko, Feuersturm. Feuersturm. Reflektor. No. Es trifft aber. Ja, das wird aber nicht so viel ziehen. Nee, klar. Wir machen es aber weiter. So. Feuersturm, er trifft wieder! So. Ja, drei Hits. Spiegelgame. Oh, ja, dann Galopp. Nicht down, komm jetzt, Galopp. Das ist dein Feuersturm oder Stampfer? Feuersturm. Stampfer würde. Denke ich nicht. Ja, ist halt eh was. Als ob. So, jetzt auf Evoli wechseln, wieder Fassade oder sagst du nee? Ja. Bei wen hättest du sonst einwechseln können? Ein maximal Simsala, aber der war bestimmt wieder langsam. Wahrscheinlich. So, Eisstrahl. Wird aber locker halten. Außer es friert jetzt ein. Deswegen, das ist so ein bisschen meine Angst. Aber boah, das Arktos hält definitiv mehr aus. So, Eisstrahl. Es ist immer noch nicht eingefroren. Das ist unser Glück. So,
Machen wir dieselbe Taktik wie vorhin. Beutel. Ja. Top-Trank. Auch Flui. Wir haben nicht mal im Notfall eine Top-Genesung, ne? Oh. Ja. Dankbar. Eisstrahl. Wir hoffen einfach nicht, dass es das negativ läuft. Fassade. So, Eisstrahl. Anzuzweifeln. Kommt mir bekannt vor. Und auf Wiedersehen, Arktos. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Fängt wieder an zweifeln und dann bringt es doch um. Nein, nicht Hilfe. Brauchst du doch Hilfe? Ja, manchmal brauche ich in diesem Spiel ein bisschen Hilfe. Ah, Ticken zu niedrig. Doch nicht der traditionelle Pokéball. Hi. Ich dachte schon echt, dass es beim ersten Ball funktioniert. Ja. Gut. Getroffen, das ist die Hauptsache. Nein. Du hast zumindest den Flügel getroffen. Schade. Ja, im Kreis. Eins. Ja. Nein, ich wollte ganz schnell, weißt du? Ja. Das hat die Situation predicted. Ja. Großartig. Jetzt. Zwei. Nein. Ich glaube, diesmal war ich ein bisschen langsamer. Ich war ein Ticken zu langsam. Eins. Aha. Haha. Woo! Arktos gefangen! Geht doch! Ja. Würde ich jetzt wieder Simplara wieder rausnehmen. Und dann willst du Arktos reinpacken? Ja. Ja, kannst du machen. Arktos, ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Winter die Wasserpartikel in der Luft gefrieren lässt, um Schnee zu erzeugen. Ja, ich dachte gerade, weißt du? Wasserpapa. Aber warte mal. Yeah! Naja, ne? Ganz toll. Gut. Hat das ganz toll gemacht. Ja. Er hat da mal wieder leider ein bisschen geholfen, würde ich mal sagen, ne? Wir können das einfach doch mal aus Scherzweise machen. Was hast du jetzt vor? Genau das, was wir vorher gesagt haben. Warum? 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 Gut, da tue ich das halt nicht. Ich dachte mir ein bisschen Alternativität und so und. Und guck dir jetzt erstmal das Arktos an. Oh je. Arktos. Neutrales Wesen. Das ist super. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, Spiegelcape, ja, sonst wirklich defensive Attacken. Kick mal, was es kann. Noch so. TM. Aber ich glaube, dasselbe wie vorher, wie Zapdos Plus halt im Eismodus. Ja, Eisstrahl kann es bereits. Kehrtwende. Nee, ist ja auch speziell. Delegator, Ruheort. Ruheort, ja. Ruheort. Ja? Für einen Flug-Pokémon? Ziemlich geil. Aber, ja, Zapdos hat mir das ja nicht beigebracht. So, ja, aber bei ihm kann das gehen. Statt Agilität. Statt Agilität. So. Toxin kann er noch. Fliegen kann er noch. Erholung. Schutzschild. Und den ganzen anderen Blödsinn. Die anderen Blödsinn? Ja, die irgendwie alle können. Ja, das passt erstmal. Wollen wir dann jetzt hier die Folge beenden? Weil dann haben wir Zapdos in einer Folge und Arktos. Du willst echt nach 10 Minuten schon beenden? Boah, denn ich dachte, ich bin schon hart, weißt du?
Oh Mann. Ganz ehrlich, ich bin jetzt einfach so kackenfaul, ich nehme Fluchtseil. Logisch. Ich habe kurz gedacht, ich gebe mir nicht kein Fluchtseil und gehe durch die Gegend. Oh nein! So. Pokémon heilen. Und dann fliegen wir jetzt mal weiter. Und zwar machen wir jetzt weiter in der Story. Ja, genau. Mhm. Sehr schön. Aufwärmübungen, definitiv. Das braucht er jetzt gleich. Hm. Denn jetzt gehen wir wirklich weiter in der Story. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen anderen Firlefanz gemacht. Zwei legendäre Pokémon gefangen, die jetzt erstmal unser Team bereichern sollen. Erstmal. Und jetzt auf zur Pokémon-Liga! Ja, diesmal sind wir ja wahrscheinlich gut genug. Vorher waren wir ja wirklich, wollten wir ja eigentlich zur Pokémon-Liga, aber irgendwie wollte das Spiel nicht, weißt du? Hm. Guck, ich habe einen Gegengift gefunden. Klasse. ich bin stolz auf dich. Danke! Wenigstens einer ist stolz auf mich. Och, nee. Im Gegensatz zu ihm. Ja, Evon! Guten Tag. Puh, endlich habe ich dich eingeholt. Ich habe mir auch einen Erdorden verdient. Damit ist der Weg zur Pokémon-Liga frei. Die Top 4 sollte ja unfassbar stark sein. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, stimmt's? Wie sieht's aus bei dir, Immon? Fühlst du dich der Herausforderung gewachsen? Zeig mir doch mal, was du und deine Pokémon so drauf habt. Mach ich! So. Er setzt Taubos als erstes ein. Das sollte ja kein großes Problem sein für unser neues Pokémon Zapdos. Hm. Level 50, also sind ungefähr schon gleich stark. Ich mach mal ganz nüchtern den Döner-Blitz, ne? Hm. Zerstöre es. Ja, leider nicht ganz. Oh. Aber es ist paralysiert. Na, das ist super, dann sind wir ja definitiv schneller. Ja, machen wir einfach mal nochmal trocken den Donnerblitz. Nein, er ersetzt natürlich den Top-Trank. Nein, natürlich. Na und, er setzt ja nur den Top-Trank an. Bei einer Top-Genesung hätte ich gesagt, nein! Aber bei einem Top-Trank ist egal. Ja, sogar mit einem Schlag. Ja. Das hätten wir aber auch alles vorher angesehen, ne? Na, wir wollen es ja zumindest ein bisschen entspannt haben, ne? Ja, Lapras Level 45. Knocker. Das ist ein Job für Lapras. Ja. Egal, welches Knocker er da hat. Ich wollte schon sagen, was für ein Knorke er wohl hatte, weil man nämlich auch noch Arktos bringen können. Ja, aber selbst bei Alola-Knorke ist es dann ja so, dass wir E oder E mit Lapras einen Vorteil haben. Weil er kann Eis und er kann auch Wasser. Hm. Deswegen wirkt Arktos ein bisschen redundant in unserem Team. Weil ich habe ja schon von Anfang an gesagt, wir wollen ja hier viele Pokémon zeigen, ne? So ein bisschen anders sein als alle anderen hier irgendwie. Hm. Tschüss, Knogger. Tschüss, Knogger. Bis zum nächsten Mal. So, Giflor. Nimm mal Galopp. Mal kurz am Überlegen, ob wir jetzt doch bei. Nein. Ich wollte es wechseln. Ob wir jetzt vielleicht Arktos bringen sollten oder jetzt Galoppa? Galoppa. Also bist du doch mein. Ja. Ja, ich war eben, wie gesagt, kurz ein bisschen zweifeln. So, dann machen wir auch hier die Risikovariante. Und schnell gehen. Klappt sogar. Und tschö. Okay, oder? Ja. Wettertanz. Ja, sieht schon ein bisschen was. Jetzt auch nicht so viel. Also sollten wir treffen, dann in die Flo. Ja. Ob unser Galoppa ist, war das. Und Galoppa erreicht Level 49. Läuft doch jetzt. Jupp. So, Raichu. Wir haben gelernt, dass Aerodactyl nicht gut ist dafür. Aber Aerodactyl kann Erdbeben. Hm.
dann let's go. Ja, ja doch, mach Erdbeben, weil Erdbeben ist die sichere Waffe. Ja. Wir sind A schneller und deswegen dachte ich, Erdbeben, was geben und Tschüss halt so. Das war zumindest okay. Mein Plan. War sogar voll dabei. Da, okay, ja, ich glaube, ohne den Crit hätte es nicht gereicht. Nee, es hätte nicht gereicht. Gegen Raichu, das ist gerade eben noch 4 Level drüber. So schlecht ist ja Raichu da auch wieder nicht. Ich komme immer noch nicht gegen dich an. Obwohl ich mein Team so gut trainiert habe. Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder hat er Blitzer jetzt nicht eingesetzt? Hä, Blitzer? Ach. Falsche Initiative. Falsches Game. Oh. Weißt du, seit wir kleine Kinder waren, hatte ich immer das Gefühl, mich um dich kümmern zu müssen. Natürlich, definitiv, Ruffy, definitiv. Genau. Ich wollte dir mit einem guten Beispiel vorangehen und zeigen, wie alles funktioniert. Aber in Sachen Pokémon-Training bist du mir einfach ständig einen Schritt voraus. Das ist irgendwie so frustrierend. Was sagt er immer dazu dann gerne? Betrug! Genau! Oder das ist ein Witz. Genau, das ist ein Witz. Das ist darauf von mir hinaus. Das ist ein Witz. Ja. Ja, ja. So kenne ich mich gar nicht. Aber ich schätze, das gehört einfach dazu, wenn man seine Rolle als Pokémon-Trainer wirklich ernst nimmt. Ich weiß, dass ich mich einfach damit wahrscheinlich lächerlich mache, aber ich gebe nicht auf. Dieses Mal musst du mir noch einen Vortritt lassen. Okay, lauf mal voraus. Tschüss. Geh mit Gott, aber geh. Das ist ja fast schon, Mann, bist auch noch gut gelaunt wegen dem Auftritt, weißt du? Das ist so ein tolles Schlusswort. Wir beenden das für heute hier. Weißt du? Geh mit Gott, aber geh. Ciao. Ciao.